Hallo YouTube und willkommen zum neuen Technik-Faultier-Video. Es wird Zeit für den Testbericht rund um die Bose oder Bose Quiet Comfort 35er Kopfhörer, die neuen kabellosen. Gute 6 Wochen habe ich euch jetzt zappeln lassen, aber ich wollte den Dingern auch auf Herz und Nieren, auf Zahn und Fleisch fühlen, um rauszufinden, taugen die etwas? Sind diese 380 Euro gut angelegt oder nicht? Zur Einordnung, weil es jetzt natürlich echt extrem schwierig wird, diese Kopfhörer, die Klangqualität, das Tragekomfort, die Noise-Canceling, das rüberzubringen in einem Video. Deswegen kurz zur Einordnung. Normalerweise bin ich ein totaler Anhänger, weil die Dinger mir einfach passen und von der Qualität es mir einfach reicht, ein Apple Earpods-Träger. Ja, jetzt jaulen schon wieder. Sobald es auf In-Ears geht, bin ich hier diese Xiaomi-Pisten-Kopfhörer ziemlicher Verfechter. Ansonsten habe ich auch noch immer jede Menge Noontech-Dinger, immer On-Ear, Over-Ear und was nicht alles. Und mein Reisebegleiter bis hier sind die, bisher waren die ganz stinknormalen Sony-Noise-Canceling-Dinger. Kosten 50 Euro, Vollplaste, aber auch mit Noise-Canceling. Das schon mal einen Riesenunterschied macht, wenn man das im Flieger benutzt, im Bus oder sonst was, als wenn man all die anderen Dinge ohne Noise-Canceling verwendet. So, und in dieses Setup springen jetzt die Bose 35er. Wo habe ich die ganze benutzt? Natürlich auch zu Hause, auch am Schreibtisch, auch beim Arbeiten, um, ich sag mal, normalen Hintergrundlärm zu unterdrücken. Aber auch ganz klar, in erster Linie waren die Dinger mir für mich wichtig im Flieger. Ich bin inzwischen 6 Mal mit den Dingern geflogen. Ich hatte, glaube ich, 8 längere Zugfahrten mit den Dingern. Darunter dann auch mal die Strecke Thales-Paris hin und zurück, Düsseldorf-Paris hin und zurück im Thales. Also, und im Bus, im Auto, auf Reisen und sonst wo. Ich habe die Dinger halt auch wirklich da benutzt, wo ich denke, Noise-Canceling-Headphones, da haben die ihre Berechtigung. Auf Reisen, um da entspannter zu reisen, um weniger, gerade im Flieger, ihr kennt das sicherlich, diesen permanenten Flugzeugturbinenlärm da auszublenden. So, und in das Setup kommen wir jetzt mit den Dingern. Wie fange ich es jetzt am besten an? Ich habe beim Auspacken, habe ich die Dinger böserweise als Plastik beschimpft. Ist es nicht. Ich habe mich schlau gemacht. Es ist Glasfaser-Nylon-Gemisch. Und ja, ich gebe den Dingern so viel, wenn man sie mit normalen, ich sag einfach mal Polycarbonat- oder Plastikkopfhörern vergleicht. Ist das hier eine andere Liga? Muss es für fast 400 Euro aber auch sein. Von außen habe ich hier irgendwas mit Abnutzungserscheinungen oder sonst was schon reinbekommen. Kratzer, irgendwas. Ich habe ja hier die schwarze Version, nicht die silberne. Nein. Und wir gehen jetzt nicht in die Nahaufnahme, weil ich hoffe mal, die Kamera fängt das so ein oder ihr glaubt mir das einfach mal. Auch hier an den Ladeports, an dem Micro-USB-Port zum Laden, wo ich immer wieder das Kabel reinstecke, da ist auch noch nichts. Also hier sind auch keine Kratzer reingekommen. Auch beim An- und Ausschalter, den man hier immer zum Aktivieren, Deaktivieren immer hin und her schiebt, da blättert auch noch keine Farbe ab. Bei den Gelenken hier zum Kopfhören, also für die Kopfgröße zu verstellen, und glaubt mir, ich habe damit so oft rumgespielt. Auch das Zusammenfalten, gerade wenn ich das Zeug wieder in den Rucksack schmeiße, habe ich da bisher irgendwelche Abnutzerscheinungen oder denke ich mir, da bricht jetzt irgendetwas nach sehr intensiven 6 Wochen. Wie die Dinger nach 1-2 Jahren aussehen, da kann ich gerne nochmal ein Video zu machen. Aber bisher bin ich total positiv von der Verarbeitung angetan, von der Haltbarkeit, wo ich sage, ja, bis dahin stimmt die Kohle. So, jetzt haben wir es von außen geklärt. Jetzt kommen wir zur Klangqualität. Da habe ich euch ja eben versucht zu sagen, ne, womit ich höre, was ich höre. Ich komme hier einen guten Klang, also Standard solider Klang, aber es ist nichts, wo ich jetzt sagen muss, wow, diese fast 400 Euro waren jetzt super duper angelegt, dass ich jetzt sagen muss, ich habe Musik noch nie so gut gehört. Da ist auch das Problem wahrscheinlich der Bluetooth-Übertragungsstandard, den man dann natürlich auch immer benutzt. Reißt natürlich nicht so viel raus, wie wenn man dann so mit dem Kabel rumspielt. Aber das beigelegte Kabel habe ich jetzt natürlich wieder schön verkorkst. Die Reisetasche, die dabei ist, habe ich nicht einmal benutzt. Das ist mir einfach dazu blöd, dann die Dinger zu schützen. Ja, ich kann es verstehen, dass jemand sagt, ich gebe so viel Geld aus, dann will ich keinen einzigen Kratzer reinbekommen. Aber ich habe das Ding jetzt immer wieder in den Reiserucksack gepfeffert. Also einfach mal reingeworfen und nicht, ne, mit Kabel, mit anderen Dingern. Ich habe es jetzt nicht mit Schlüsseln zusammengeworfen, aber mit anderen elektronischen Geräten und auch mit Kabeln. Und es ist kein Kratzer reingekommen. Da wollte ich dann nicht noch die dicke Hülle mitschleppen, weil die ist dann doch noch mal ein bisschen größer oder nimmt noch mehr Platz weg, als wenn ich die Dinger so transportiere. Ich wollte aber was zum Kabel sagen.
Ja, es liegt ein Kabel dabei. Man kann sie auch mit dem Kabel benutzen. Wobei, Schweinebacken bei Bose oder Baus. Auf der einen Seite ist es ein stinknormales 3,5 mm Kabel. Auf der anderen Seite, glaube ich, 2,5 mm Klinke. Das heißt, wenn jemand anderes ein längeres Kabel oder so benutzen wollt, da muss man da nochmal drauf aufpassen. Ansonsten den Doppelstecker oder sowas habe ich nicht benutzt. Wir waren aber bei der Soundqualität. Und da sage ich, für eine Bluetooth-Verbindung, also Standardqualität, was da auf die Ohren kommt. Und ich habe es natürlich nicht nur mit dem iPhone oder mit dem iPad benutzt. Ich habe es auch mit dem neuen alten Note 7 benutzt oder auch mit Moto G4 Geräten oder mit Android Geräten. Und nicht nur das, ich habe es auch mit dem am Rechner benutzt. Also alles da, wo Bluetooth ist, habe ich die Dinger benutzt. Hier ist auch NFC eingebaut zum leichteren Pairen. Brauchte ich das nicht wirklich? Also um die Klangqualität abzuschließen. Hörbücher, Radio, Charts rauf und runter, Pop, Bass, was auch immer. Einfach mal ein solides Standardklangbild. Es gibt irgendwie, glaube ich, diesen Spruch, keine Höhen, keine Tiefen oder keine Höhen, kein Bass und dann muss es Bose sein oder irgend sowas. Ich sage einfach mal ganz normale, solide Standardqualität. Die Dinger reißen schon viel bei der Musikqualität oder beim Klang, meiner Meinung nach, im Vergleich zu On-Ears oder normalen Kopfhörern. Das ist halt Over-Ears sind. Da kommt nochmal, also das fängt den Ton deutlich besser meiner Meinung nach ein. Also klanglich, würde ich jetzt nicht sagen, also 400 Euro klanglich, nee. Also nö, das wäre wahrscheinlich bei mir dann auch Perlen vor die Säue. Da fehlt mir auch die Vergleichsdinger, dass ich einfach mal sage, ich habe jetzt hier mal 200 Euro Kopfhörer, 300, 400, 500 und es geht ja noch weiter rauf. Und dass man das vergleicht. Was ich aber sagen kann, im normalen Alltag vom Klang, total ausreichend. Ich bin glücklich gewesen. Das hat immer vernünftig geklungen. Also, das passt es. Also, mir persönlich hat das ausgereicht. So, wir waren bei der Bluetooth-Verbindung. Reichweite ja immer so 10 Meter, wobei ich sagen muss, naja, 5 Meter, es hat auch immer gepasst. Also, da mal vom Smartphone, vom Rechner weggehen mit den Dingen auf dem Ohr, ist kein Problem. Zwei Geräte können gleichzeitig damit verbunden sein. Bedeutet, also ihr setzt am Rechner, ne, und habt dann den Rechner und dann habt ihr noch euer Smartphone dabei. Und ihr könnt relativ komfortabel zwischen den Dingern dann wechseln. Also das eine ausmachen oder vom einen stoppen und dann beim anderen wiedergeben. Da brauchen die immer so ein paar Sekunden. Was aber nicht geht, ist, ich sage ich jetzt einfach mal, Musik irgendwie vom Smartphone streamen und am Rechner dann ein YouTube-Video gucken und beides dann irgendwie. Nein, Soundwiedergabe habe ich nur hinbekommen, immer von einer Quelle. So, dann mit anderen Geräten verbinden, geht eigentlich immer relativ fix. Also ihr könnt ja, das Pairing ist, also wir haben an der Seite diesen Ein- und Ausschalter. So, wenn ich den reindrücke, dann geht er in diesen Bluetooth-Suchmodus. So, und dann immer hin und her wechseln, das klappt. Es gibt auch diese Bose Connect-App. Da kann man dann auch hin und her wechseln. Aber mal ganz ehrlich, die habe ich nicht wirklich gebraucht. Also so viele Geräte, auch hier als jemand, der immer mit verschiedensten Geräten hin und her gehüpft ist, hatte da kein Problem mit den verschiedenen Dingern. Also, Bluetooth haben wir das auch endlich abgehakelt. Jetzt habe ich 8 Minuten gequatscht und jetzt kommen wir endlich zum Königsdisziplin. Entschuldigt, aber ich muss mich ja hocharbeiten. Noise Cancelling. Und da habe ich von so vielen Leuten gehört, Bose, die Baus-Dinger, die 25er, die alten mit Kabel gebunden, waren das Beste, wo gibt. Jetzt die 35er, ist nochmal eine Schippe drauf oder gleich geblieben. Es ist einfach das beste Noise Cancelling, was es an Kopfhörern da draußen gibt. Das liegt daran, dass Bose Patente hält, die kein anderer hat oder was auch immer. Oder Sennheiser kriegt es nicht so hin wie... Ich weiß es nicht. Mir fehlen da jetzt die Vergleichswerte. Wovon ich aber kommen kann, ist Kopfhörer ohne Noise Cancelling, normale In-Ear, On-Ear, Over-Ear. Und ich sage jetzt einfach mal meine billigen 50 Euro Noise Cancelling Kopfhörer. Bisher war das für mich einfach toll. Es ist ein Riesenunterschied, Noise Cancelling zu haben oder nicht. Gerade in dem Flieger. Also wie toll es dann wird. Noise Cancelling blendet aber nicht alles aus. Ich habe hier immer gesagt, das blendet so 70-80% der normalen, dieses Grundrauschens blendet aus. Den Rest, den kriegt man immer noch gedämpft mit. Ist es jetzt so, dass bei den fast 400 Euro 35 Bose-Dingern auf einmal alles weg ist? Nein, überhaupt nicht. Ich würde hier trotzdem noch sagen, ich höre immer noch so 15-25% oder sagen wir einfach 20% vom Grundrauschen kriegt man auch im Flieger, kriegt man auch in der Bahn immer noch mit. Also dieses Grunddingsbums. Das wohlgemerkt nur, solange ich die Musik nicht richtig weit aufdrehe. Also wenn ich es ganz normal, oder ich sag, wenn man noch keine Musik wiedergibt und es einschaltet,
dann kommt man ja hier schon in eine andere Welt. Bei manchen, ne, die Mikrofone hier draußen arbeiten, erzeugen den Gegenschall. Viele denken dann auch so, wow, ich habe jetzt hier einen Unterdruck oder sowas. Das ist hier und da auch erst in den ersten Momenten bei einigen Leuten auch unangenehm zu tragen auf den Ohren. Wenn dann aber die Musik einsetzt oder euer Hörspiel, Radio oder was auch immer, dann verschwindet nochmal viel, viel, viel mit von der Umgebungsgeräuschen. So, und da sage ich, das ist hier bei dem Bose nochmal eine andere Welt als bei den günstigen Sony-Dingern. Jetzt haben wir aber folgendes Problem, dass ich ganz klar sage, ne, wenn hier, ich sag mal, Faktor 6, Faktor 7, Faktor 8 beim Preis ist, die Dinger sind beim Noise Cancelling auf gar keinen Fall um den Faktor 6 besser. Ich würde hier sagen, die sind Faktor 2, Faktor 3 besser, aber ne, dieses, wow, komplett andere Welt oder jetzt ist draußen alles ruhig oder sowas. Nein, auf gar keinen Fall, da keine zu hohen Erwartungen an die Dinger setzen. Was mir jetzt einfach fehlt, ist, glaube ich, einfach mal so Noise-Canceling-Geräte in dem Preissegment von 150 bis 200 Euro, um diesen Schritt wahrscheinlich vernünftig einordnen zu können. Also, Reisen damit ist ein, ich will jetzt nicht sagen ein Traum, es ist super. Ich kann es mir, wenn man einmal damit angefangen hat, dann auf On-Ear-Kopfhörer zu wechseln oder sowas, kann ich mir auch wieder vorstellen. Aber es ist ganz klar ein Rückschritt, sage ich auch. Aber selbst das hier ist, wenn man von normalen Kopfhörern kommt, ein Sprung in eine andere Welt. Und der Sprung hier von da zu den Bose-Dingern, ist das auch nochmal eine andere Welt? Nein, das ist es halt nicht. Es ist nochmal eine Steigerung, es wird nochmal besser, aber es ist nicht bei weitem nicht so vergleichbar wie von den billigsten Standard-Noise-Canceling-Dingern von Nicht-Noise-Canceling-Dingern zu kommen. So, ich hoffe, das kommt vernünftig rüber. Jetzt bin ich aber genau in der Bredouille, dass ich sage, die Dinger sind geil, ich will sie nicht wieder hergeben. Aber für 400 oder inzwischen 350 Euro, es ist eine Menge Schotter. Dafür müssen die Dinger wirklich jahrelang halten und die sehr viele Trips mitmachen. Da sage ich aber auch wieder gleichzeitig, ich habe vollstes Vertrauen, dass die das durchstehen. Und wir erinnern uns, das sind hier keine vom Bose bereitgestellten Testgeräte oder sowas. Die habe ich mir von meiner hart erarbeiteten Kohle selber gekauft. Und sage jetzt unterm Strich, dass ich damit so echt zufrieden bin und auf Reisen haben, waren die ein Vergnügen. Jetzt, bevor ihr aber sagt, boah, ich muss auch sparen oder sonst was, sage ich auch ganz klar, nein, wartet mal ab, vielleicht besorge ich mir noch irgendwas in dazwischen, weil es ist nochmal ein Unterschied zu günstigen Einstiegsdingern. Und klar, wenn ich das hier sehe für 50 Euro dieses Plastikzeug, was jetzt auch schon gute anderthalb Jahre, glaube ich, durchgehalten hat und wirklich viele Trips schon mitgemacht hat. Und auch hier habe ich nicht das Gefühl, dass die gleich auseinanderfallen. Aber wenn man dann das hier daneben sieht, ich will jetzt nicht sagen Trabi und eine S-Klasse oder sowas, aber es geht in die Richtung. Die Bose, ach ja, zwei Kategorien habe ich noch weggelassen. Tragekomfort, das ist ja auch noch ganz wichtig. Ja, ich habe die Dinger unheimlich gerne auf den Ohren, wenn ich damit nicht rumlaufe. Wenn ich rumlaufe und das Noise Cancelling anhab, hier und da drückt dann doch irgendwie meine Schritte oder so, dröhnen dann durch den Körper, durchs Skelett oder was auch immer. Das sind für mich keine Rumlaufkopfhörer, ganz klar. Es sind ganz normale Sitzkopfhörer. Natürlich, wenn man dann mal schnell durch den Flughafen flitzt oder sowas. Ja, aber ich würde hier zum Beispiel nicht stundenlang mit Pokémon Go rumlaufen spielen, also sowas. Das auch noch so als Information. Dann, was nicht gut ist, die Dinger bei Rückenwind. Wir haben nämlich hier Mikrofone drin verbaut, die natürlich zum Telefonieren genutzt werden können. Ihr könnt damit telefonieren. Ihr könnt auch eure Sprachdinger-Assistenten, also Siri und OK Google zum Beispiel, benutzen. Das funktioniert. Ihr könnt aber auch ganz normal mit den Dingern telefonieren. Klanglich ist es okay. Ne? Also nichts Weltbewegendes, also wie eine vernünftige Freisprecheinrichtung im Auto, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Da wissen dann auch Leute, erwartet da also zum Telefonieren oder sowas, ist das nicht wirklich supi-dupi. Es geht aber in Ordnung. Und auch die Bedienung der digitalen Assistenten funktioniert. Aber durch die Mikrofone, die da drin verbaut sind, gerade wenn es dann Rückenwind ist oder Rückenwind hat, kriegt ihr hier so ein Rauschen permanent rein. Das ist irgendwie, dann nehmen die Mikrofone das auf, kriegen das nicht vernünftig verarbeitet. Also sobald es windig draußen ist, nein, ihr habt immer mal so... Ne, das kommt da rein über die Mikrofone und klingt nicht gut. Und das Dritte, wo ich die Dinger auch nicht tragen würde, wäre, und jetzt kommt die fette Einschränkung, ab Temperaturen so ab 22 Grad. Und das haben wir jetzt wieder. Denn diese Dinger werden warm auf euren Öhrchen. Im Sommer auf der Talisfahrt, ich bin fast eingegangen. Ich hatte einen Flug, da war die Klimaanlage, hat nicht vernünftig funktioniert. Da ist man nach
bereits nach 10 Minuten hat man so heiße Öhrchen, dass drin wird, also man schwitzt dann doch ziemlich. Wenn man es aber in normalen klimatisierten Fliegern oder Zügen oder sowas ist, oder sobald es nicht draußen Hochsommer oder irgendwas ist, oder Normaltemperatur ist, so um diese 20 Grad, kein Problem. Dann kann man die Dinger auch von mir aus stundenlang auflassen. Aber bei einer Temperatur von 22 Grad, nee. Also ganz ehrlich, da machen die keinen Spaß mehr. Das sind halt, wie heißt es, was wäre jetzt das? Schlechtwetterkopfhörer. Also nicht Schönwetterkopfhörer, sondern Schlechtwetterkopfhörer, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das würde passen. Das haben wir dann auch gemacht. Ach ja, und apropos Bedienung mit den digitalen Assistenten. Wer jetzt mit einem iPhone oder mit einem Android-Gerät kommt, wir haben ja hier noch Tasten für lauter, leise, Stopp, Vorspulen und was nicht alles. Oder Lieder überspringen. Funktioniert. Also zumindest das, also Vorspulen, Zurückspulen, nicht so richtig. Aber Pause, wieder weitergeben, Lied mit zweimal drücken, überspringen oder dreimal drücken und zurück. Funktioniert auf beiden Systemen, sowohl iOS als auch Android. Und natürlich die Lautstärkesteuerung und die digitalen Assistenten funktioniert auch. Also da kommt von der Kompatibilität. Aber das müssen die Dinger natürlich auch für einen Preis von, ich sage jetzt einfach 350 Euro, auch abkönnen. So, also, was will ich jetzt unterm Strich sagen? Geile Dinger, ich würde die für die Reise nicht mehr hergeben. Wenn ich denn jetzt nicht, also damit dann Tropenreise oder sowas, da geht ihr wirklich ein drunter. Das ist so wieder was, wo man dann Abstriche machen muss, wo ich mich dann aber wiederum freue. Gut, dass die Flieger so gut in der Regel gut klimatisiert sind. Die Einschränkungen habe ich jetzt auch erwähnt. So, jetzt stehe ich da. Unterm Strich sage ich, super geile Dinger. Wenn mir jetzt einer die Wahl lässt und mir beides schenkt, sage ich ganz klar, natürlich nehme ich die Bose Dinger und nicht die günstigen oder von wem auch immer Hersteller mit Noise-Canceling-Dingern. Weil, ich habe es ja erwähnt, zum tausendsten Mal mit Noise-Canceling, ohne Noise-Canceling, das ist allein schon mal ein Riesensprung. Aber wenn mir einer eins schenken würde, würde ich ganz klar die Bose Dinger sagen, dafür dann aber so viel Kohle rechtfertigen. Ich sag mal so, wenn die Dinger in 2 Jahren auch noch funktionieren, dann sage ich, die Kohle hat sich auf jeden Fall gelohnt und es ist wirklich ein Reisekomfort plus, ja, auf jeden Fall. Aber dass ich jetzt sagen muss, boah, also ich hadere halt mit dem Preis. Ich würde sagen, für 250 oder sowas oder 200 Euro, gar keine Frage. Sofort würde ich sagen, bevor irgendwas anderes ist, spar lieber noch ein bisschen was. Aber für an der 400-Euro-Grenze, boah, da habe ich wirklich Probleme, das zu empfehlen. Je näher, ich denke einfach mal, ich hoffe jetzt einfach mal laut, je näher das jetzt an Weihnachten geht. Ich meine, der Preis ist jetzt von 380 auf 350, 360. Ich kann mir vorstellen, dass wir zu Weihnachten die ersten 299-Angebote sehen oder sowas. Dann, ja. Vor allem, wenn man sich mal umguckt, was ich sag mal, Apple mit Beats für drahtlose Kopfhörer verlangt. Und dann ist noch nicht mal die Rede von vernünftigen Noise-Canceling oder sowas. Ja, dann sage ich jetzt, wenn ich mal über den Rand gucke. Was mir aber fehlt, ist halt irgendwas, so ein Mittelklasse-Gerät mit Noise-Canceling, um das vernünftig einschätzen zu können. So, und damit bin ich durch. Es war jetzt viel Gerede, aber es ist natürlich auch ein Produkt, was man nicht mal so eben einfach kauft. Ich bin froh, dass ich diesen Test gemacht habe. Und die gebe ich nicht mehr her, um jetzt mal was unterm Strich als Endfazit zu sagen zu können. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, da war für den einen oder anderen was dabei. Und macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!